So, herzlichen Dank zur akademischen Mittagspause. Ich freue mich, hier zu sein und herzlichen Dank an die Organisation. Und schön, dass Sie so zahlreich sind. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn Mathematik im Titel ist. Und der Titel heute ist Muster, Mathematik und Modelle, das Rätsel um die Entstehung biologischer Formen. Und mein Name ist Moritz Merker, ich bin Postdoc in der angewandten Mathematik in der Arbeitsgruppe von Anna Maciniak. Und ich möchte gern damit starten, Ihnen eine Art magisches Tier vorzustellen. Sein Name ist Hydra. Hydra gehört zu den Süßwasserpolypen, ist also mit den Quallen verwandt, kommt auch in unseren Breiten vor und wird in der Regel nicht mehr als ein paar Zentimeter groß. Und schon seit mehreren Jahrhunderten begeistert Hydra die Forschenden. Hier auf der linken Seite sieht man eine Zeichnung von Abraham Tremblay aus dem Jahre 1744. Das ist fast 300 Jahre her. Und auf der rechten Seite sehen wir ein mikroskopisches Bild. Und oben befindet sich der Kopf mit den Tentakeln und unten. Ja, was ist eigentlich das Magische an diesem Tier? Nun, der Name Hydra, wie die Hydra aus der griechischen Mythologie, kommt nicht von ungefähr, denn schneiden wir dieser Hydra den Kopf ab oder verliert sie den Kopf, dann stirbt sie nicht etwa, sondern es bildet sich einfach nach mehreren Tagen neuer Kopf. Schneidet man eine Hydra in der Mitte durch, so erhalten wir nach mehreren Tagen einfach zwei Hydren. Kopf und Fuß des jeweiligen Fragmentes werden einfach regeneriert. Und man kann das Ganze sogar noch weiter treiben. Zerlegt man eine Hydra in einzelne Zellen, mischt diese wild durch und bildet einen Klumpen, dann, Sie ahnen es vielleicht, bildet sich nach mehreren Tagen einfach eine neue Hydra oder mehrere Hydren, wenn dieser Klumpen groß genug ist. Und dabei ist es nicht etwa so, dass die einzelnen Zellen zurück an ihre Bestimmung oder ihren Bestimmungsort wandern, sondern in diesem Prozess der Regeneration ändern sie einfach ihr Schicksal oder ihre Aufgabe, und zwar so, dass wir zum Schluss eine komplette funktionierende Hydra erhalten. Und diese Fähigkeit, diese unglaubliche Fähigkeit zu regenerieren, hier sieht man mal ein paar experimentelle Bilder von der Kopfregeneration, diese Fähigkeit fasziniert uns Forschende natürlich, zum einen grundsätzlicher Natur, weil das so ein zauberhafter Prozess ist, zum anderen aber auch immer ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass wenn wir diese Regenerationsmechanismen besser verstehen, wir sie vielleicht auch irgendwann im Menschen wieder reaktivieren können. Da würde ich allerdings nicht unbedingt mit dem Kopf anfangen, falls das Ganze dann doch nicht funktioniert, sondern vielleicht eher mit dem kleinen Zeh oder sowas. Und diese Prozesse der Regeneration sind selbstorganisierend. Das ist besonders offensichtlich, wenn wir mit diesem Klumpen wild gemischter Zellen starten. Und deswegen nennen wir das Ganze selbstorganisierte Musterbildung. Und ich denke, Sie alle kennen selbstorganisierte Musterbildung aus dem Alltag. Wenn Sie sich zum Beispiel eine Salatsoße anrühren oder eine Brühe trinken, geben Sie einfach ein bisschen Öl in Wasser, schütteln Sie das Ganze gut und warten Sie ein bisschen. Und dann werden Sie beobachten, dass sich Schritt für Schritt erst kleinere und dann größere Fettaugen ausbilden. Und genau das ist selbstorganisierte Musterbildung. Das Ganze basiert auf irgendwelchen zugrunde liegenden Regeln und diese Regeln versuchen wir zu verstehen. Nur halt nicht in so einem einfachen System wie Öl und Wasser, wobei selbst da würden mir vielleicht Physiker widersprechen, sondern in einem oder in dem unglaublich komplexen System eines Lebewesens. Dabei gehört Hydra eigentlich evolutionär betrachtet und auch vom Aufbau her betrachtet zu den ganz einfachen multizellulären, also vielzelligen Lebewesen. In den letzten 70 Jahren haben drei Forscher unser grundsätzliches Verständnis davon, wie solche Regeln aussehen könnten, maßgeblich geprägt. Das war das große Genie Alan Turing, der auch dadurch bekannt geworden ist, dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, im Zweiten Weltkrieg die Enigma zu entschlüsseln, sowie die beiden Physiker Alfred Gierer und Hans Meinhard. Und zusammen haben sie mit Mathematik und Simulationen gezeigt,
dass zwei diffundierende Moleküle, und davon gibt es wirklich genug im biologischen Gewebe, dass die nur auf eine bestimmte Art und Weise miteinander reagieren müssen und schon entstehen von alleine Muster, so wie Punkte oder Streifen. Das Ganze wurde Aktivator-Inhibitor-Modell genannt. Merken Sie sich das gut, da komme ich jetzt noch häufiger drauf zu sprechen. Und dieses Modell ist auf ganz große Begeisterung in der Forscherwelt gestoßen. Es wurde postuliert, dass ganz viele Muster in der Biologie auf diese Art von Prozessen beruhen, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Muster in der Haut von Tieren. Hier auf der rechten Seite sind mal verschiedene Beispiele, unten von realen Tiermustern und oben von Simulationen gezeigt. Ja, nun können Sie sich berechtigterweise fragen, wozu brauchen wir denn überhaupt Mathematik, Modelle und Simulationen, um diese Prozesse zu verstehen? Reicht es denn nicht einfach so darüber nachzudenken, ohne diese ganze anstrengende Mathematik, sag ich mal? Nun, das möchte ich Ihnen kurz mal demonstrieren. Lassen Sie uns gemeinsam auf diese drei Schemata hier gucken. Jedes Schema beschreibt die Interaktion zwischen zwei unterschiedlichen Molekültypen. Ein Pfeil bedeutet ein positiver Einfluss, das heißt, ein Molekül bewirkt die Produktion eines anderen Moleküls und diese T-Strukturen hier, die bedeuten einen negativen Einfluss. Zum Beispiel, das Molekül wird abgebaut. Nun, die Frage ist, können Sie einfach durch drauf gucken auf diese Schemata sagen, und damit meine ich nicht die Mathematiker unter Ihnen, die sich mit sowas schon auseinandergesetzt haben, können Sie durch drauf gucken sagen, welches dieser Schemata das Potenzial hat, Muster zu erzeugen? Sehen Sie, und dazu brauchen wir Mathematik und Simulation, es ist nur das Schema hier auf der rechten Seite, was Muster erzeugen kann. Dabei sehen sich diese drei unterschiedlichen Schemata ja so ähnlich. Und wie Sie sehen, selbst bei Reaktionsnetzwerken, die aus nur zwei unterschiedlichen Molekültypen bestehen, entzieht sich das Ganze schon komplett unserer Intuition. Und biologische Reaktionsnetzwerke sind in der Regel viel, viel größer. Da wären wir, simpel gesprochen, ohne Mathematik und Simulation sozusagen einfach aufgeschmissen. Ja, das tut jetzt ein bisschen weh, aber ich wollte wenigstens einmal gezeigt haben, wie so eine mathematische Formel oder so ein mathematisches Modell überhaupt aussieht. Das sind die Formeln zum Aktivator-Inhibitor-Modell. Und vielleicht geben Sie mir recht, so schlimm sieht das gar nicht aus. Und ich kann Ihnen versichern, so schlimm ist das eigentlich auch gar nicht. Denn solche mathematischen Formeln kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Baukasten. Jede Komponente, also jeder Molekültyp, bekommt einfach eine Zeile. Und dann muss man sich im Prinzip nur noch überlegen, welche Eigenschaften soll denn mein Molekül haben und wie spielen die zusammen. Soll zum Beispiel mein Molekül diffundieren können, dann addiere ich einfach diesen Dreieckterm hinzu. Das bedeutet, eigentlich kann man das Ganze auch machen, also solche Modellformeln aufstellen, ohne tiefere Mathematik zu verstehen. Und ich kann Ihnen verraten, so gut kann ich nämlich eigentlich selbst auch gar nicht rechnen, also fordern Sie mich bloß nicht im Kopfrechnen heraus, das wäre vermutlich ziemlich peinlich für mich. Es ist eher so, dass die Kunst des Ganzen darin besteht, dass man die Sprache der Biologie versteht und die der ganzen experimentellen Paper und dann das Ganze in sinnvolle, vereinfachende Modelle übersetzt, die im besten Fall dicht an der Realität gebaut sind. Zurück zu Hydra. Auch in der Hydra-Gemeinschaft gab es anfangs eine sehr große Begeisterung für das Aktivator-Inhibitor-Modell, die dann aber nach für nach einer gewissen Ernüchterung wich, weil sich die Suche nach den entsprechenden Molekülen, die von diesem Modell vorgeschlagen wurden, dem Aktivator und dem Inhibitor, als schwierig gestaltete. Oder es gab keinen durchschlagenden Erfolg. Man hat immer wieder Moleküle oder Muster gefunden, die gut zu dieser Theorie passten, aber es gab halt auch immer wieder deutliche Widersprüche. Und in dieser, ich sag mal, Phase der Verunsicherung habe ich vor guten 10 Jahren
meine Arbeit für Anna Maciniak gestartet, mit der grundsätzlichen Idee, mal nach Alternativen zu dem Aktivator-Inhibitor-Modell zu schauen. Und in den ersten 5 Jahren oder so dieser Forschungsphase haben wir gar nicht so genau auf Hydra selbst geschaut, sondern haben mehr grundsätzlich untersucht mit Hilfe von Mathematik und Modellen und Simulationen, ob es Alternativen zu diesem berühmten Aktivator-Inhibitor-Modell geben kann. Dabei haben wir uns nicht nur auf das Zusammenspiel von 2 unterschiedlichen diffundierenden Molekültypen beschränkt, sondern basierend auf damals neuen experimentellen Erkenntnissen haben wir insbesondere das Zusammenspiel zwischen einem Molekültyp und Gewebemechanik, wie zum Beispiel der Gewebekrümmung, angeschaut. Und die große Überraschung war, dass wir auf diesem Weg ganz viele unterschiedliche Mechanismen kreieren konnten, die zur selbstorganisierten Musterbildung führen können, wie das Aktivator-Inhibitor-Modell. Hier auf der rechten Seite sieht man mal ein paar Beispiele. Hier habe ich jetzt eine Beispielsimulation. Wir nehmen in dieser Simulation ein ganz einfaches Zusammenspiel an. Wir nehmen an, wir haben einen Molekültyp, den gibt es in diesem Gewebe. Das Molekül krümmt das Gewebe und die Krümmung wirkt sich wiederum aus auf die Produktion des Moleküls. Es ist also ein ganz einfacher, positiver Zusammenhang. Hier auf der linken Seite sieht man eine Aufsicht auf so eine simulierte Gewebekugel, auf der rechten Seite im Querschnitt. Und nun starten wir das Ganze mit zufälligen Molekülkonzentrationen in den unterschiedlichen biologischen Zellen. Und ich starte diese Simulation mal. Und dann beobachtet man zuerst die Ausbildung von regulären Mustern. Das war das, was wir erhofft hatten. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt beobachtet man sogar diese Einstülpung, die hier plötzlich entsteht. Das war für uns eine große Überraschung. Das ist eigentlich eine Struktur, die wir aus der Embryonalentwicklung kennen. Das bedeutet, wir erhalten komplexe Muster und Strukturen und Formen basierend auf ganz einfachen Regeln. Ob das Ganze so in der Realität funktioniert, wir wissen es noch nicht. Dazu fehlen die entsprechenden Experimente. Die Theorie ist wie so oft immer ein Stückchen weiter als die Experimentatoren, weil das technisch einfach schwierig zu realisieren ist. Aber das Ganze hat uns den Blick dafür geöffnet, dass das Aktivator-Inhibitor-Modell von Turing, Gira und Meinhard letztendlich nur ein ganz kleiner Spezialfall ist von einer ganz großen Vielfalt an möglichen Mechanismen, die Muster erzeugen können. Und das hat uns wiederum dazu veranlasst, bezogen auf Hydra, den Weg der Erkenntnis einfach in entgegengesetzte Richtung zu gehen. Bisher war das ja so, wir hatten erst das hypothetische Aktivator-Inhibitor-Modell und haben uns dann auf die Suche nach den entsprechenden Molekülen gemacht, was halt einfach nicht so gut funktioniert hat. Wir hingegen haben beschlossen, uns erst ganz intensiv mit den unterschiedlichen Molekülen auseinanderzusetzen, von denen wir experimentell wissen, dass sie in diese Hydra-Regeneration involviert sind. Und haben das Ganze dann als Schema aufgemalt. Oft weiß man ja auch ein bisschen was über das Zusammenspiel dieser Moleküle. Also die ganzen bunten Ostereier hier, das sind die unterschiedlichen Molekültypen, von denen wir wissen, sie sind in die Regeneration involviert. Dann haben wir das Ganze erstmal als Schema aufgemalt. Das Ganze sieht zugegebenermaßen ein bisschen kompliziert aus. Das liegt daran, dass die Realität halt auch oft einfach ein bisschen kompliziert ist. So ein biologisches Gewebe jongliert in der Regel mit mehr als nur 2 Molekültypen. Und dieses schematische Modell, das haben wir Mutual Inhibition oder MI-Modell genannt. Das liegt daran, dass es mehrere Motive beinhaltet, die aus wechselseitiger Inhibition oder Hemmung bestehen. In einem zweiten Schritt haben wir das Ganze als mathematisches Modell formuliert und simuliert. Und dann haben wir einen Sekt aufgemacht. Und ich kann Ihnen auch gleich zeigen, wieso. Wenn wir das Ganze mit einer Kugel starten,
in der sämtliche Moleküle zufällig verteilt sind. Denn genau das ist ja die experimentelle Situation in diesen Zellklumpen, von denen ich anfangs gesprochen habe. Und dann starten wir die Simulation, dann bildet sich wie von Zauberhand eine Körperachse aus mit Kopfende, mit Fußende und die ganzen molekularen Muster, die ganzen Muster der unterschiedlichen Moleküle entsprechen in hohem Maße dem, was wir in Experimenten beobachten. Und dann in einem zweiten Schritt haben wir natürlich dieses Modell genommen und sämtliche Experimente simuliert, die uns sozusagen unter die Finger gekommen sind. Und zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Modell die ganzen experimentellen Daten toll reproduziert und auch frühere Widersprüche zwischen Theorie und Experiment aufhebt. Und darüber hinaus ist es sogar so, dass unser Modell oder unsere Simulation plötzlich experimentelle Phänomene erklären, von denen wir noch nicht einmal gewusst hatten, dass es diese Phänomene erklären kann. Wie zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Gewebe, Verwundung und Regeneration. Ja, jetzt habe ich das Ganze natürlich ein bisschen geschönt dargestellt, und zwar so, als wären wir am Ende eines langen Weges angekommen und könnten nun alle in Rente gehen. Das ist natürlich weit gefehlt, nämlich zum einen ist es erstmal auch wieder nur eine Modellvorstellung und wir brauchen wieder Experimente, die das Ganze bestätigen. Zum anderen ist es so, jedes Mal, wenn wir ein kleines Fenster geöffnet bekommen, um ein bisschen tiefer in diese Regenerationsmechanismen von Hydra schauen zu können, entdecken wir mindestens 10 neue verschlossene Fenster, von deren Existenz wir noch nicht einmal etwas wussten. Das ist das Schreckliche, aber auch das Wunderschöne an der Forschung. Und auch hier ist die Gesamtsituation ein bisschen komplizierter. Der Mechanismus, den ich eben vorgestellt habe, der gehört zu den chemischen Mechanismen und vermutlich gibt es noch weitere parallel ablaufende, sozusagen redundante Musterbildungsprozesse, die chemischer Natur sind, einfach um die ganze Musterbildung robust zu machen. Und darüber hinaus ist es sogar so, dass es nicht nur chemische Prozesse gibt, die in die Musterbildung von Hydra involviert sind, sondern noch eine ganze Reihe anderer Prozesse, die in ihrer grundsätzlichen Natur her völlig anders sind als die chemischen Prozesse. Ja, da muss man schon, ich sag mal, regelmäßig meditieren, um nicht aufzugeben oder den Überblick zu verlieren. Und damit sind wir schon bei der Zusammenfassung angekommen. Also, unser Forschungsorganismus ist der Süßwasserpolyp Hydra, weil er uns begeistert und weil wir hoffen, die Regenerationsmechanismen besser zu verstehen. Ich habe Ihnen kurz dargestellt, dass das Aktivator-Inhibitor-Modell lange Zeit als Goldstandard sozusagen in der Modellierung diente, dass die Suche nach den entsprechenden Molekülen aber schwierig war und es immer wieder Widersprüche gab. Und das hat uns dazu veranlasst, in einer ersten Forschungsperiode nach Alternativen zum Aktivator-Inhibitor-Modell zu schauen, wo wir überraschenderweise auch ganz viele gefunden haben. Und das hat uns wiederum dazu veranlasst, in einer zweiten Forschungsperiode den Weg der Erkenntnis sozusagen in genau entgegengesetzte Richtung zu gehen, nämlich vom Molekül zum Modell. Und daraus hat sich das MI-Modell entwickelt, mit dem wir schönerweise eine ganze Reihe von Experimenten erklären können. Und damit bin ich am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ein ganz großer Dank geht auch an einmal die Biologen Anja Tursch, Thomas Holstein und Suat Özbek und meine Kollegen Anna Maciniak und Alexei Kazanikov, mit denen ich mit viel Freude zusammenarbeite. Gibt es bei der Hydra auch eine geschlechtliche Fortpflanzung oder ist im Grunde diese Zerteilung unterhalb des Kopfes oder mittendurch, ist das der Weg bei der Hydra, sich fortzupflanzen? Da ist Hydra vielfältig aufgestellt. Sie können sich tatsächlich auch sexuell reproduzieren. Dieses Reproduzieren über Durchschneiden, sag ich mal, das ist nicht das Standardprozedere, aber sie haben andere Wege, sich asexuell zu reproduzieren. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man eine Hydra hat und sie hat gute Bedingungen, wie zum Beispiel genügend Futter, dann entsteht
bildlich gesprochen an deren Hüfte einfach eine neue Knospe und die entwickelt sich zu einer kompletten Hydra und schnürt sich irgendwann ab. Insofern sind die da unglaublich vielfältig aufgestellt, auch was die sexuellen und asexuellen Reproduktionsmechanismen angeht. Ja, bitte sehr. Der nächste Schritt, um sexuell sich fortzupflanzen, ist nicht sehr weit von Hydra entfernt. Das ist die sogenannte Strobilation, dass aus einer solchen Hydra übereinander entstehen auch hohle Gebilde, die sich zu Quallen entwickeln. Und diese Quallen, die machen dann männliche und weibliche Geschlechtsorgane und entsprechend findet dort dann auch die Meiose statt. Der Weg ist also nicht sehr weit. In diesem Zusammenhang darf ich vielleicht noch einen Hinweis geben. Ihre Bilder haben mich ein bisschen erinnert an Pollenkörner. Und da ist es besonders schwierig zu interpretieren, das, was der Sporopollenin für Muster macht, obwohl das gar nicht von dieser einen Zelle stammt, sondern von einem Brei von vielen, vielen Zellen, das, was man Tapetum nennt, was diploid ist und was dann produziert, zum Beispiel diese Muri. Sie haben so ein schönes Bild gehabt, wo Sie Einsenkungen haben und Verbindungen, sechseckige Verbindungen sind das sehr oft. Und wie das zustande kommt, da weiß man schon ein bisschen was, aber mathematisch ist das noch lange nicht erfasst. Ja, und für uns ist es ja auch immer eine ganz spannende Frage, wenn wir jetzt Lebewesen aus ganz unterschiedlichen Klassen nehmen sozusagen oder Reichen, was sind denn die Mechanismen, die parallel sind, die sozusagen allgemeingültiger Natur sind und was sind Mechanismen, die einzigartig für eine bestimmte Gruppe von Tieren sind? Das ist oft auch noch eine offene Frage und wir hoffen, da weiterzukommen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich sehe schon, bitte sehr. Ich habe eine Frage zu der Verbindung zwischen Ihrer Ausgangssituation und der Endsituation Ihrer Simulation. Sie haben gesagt bisher immer, Sie gehen von so einer statistisch gleichen Verteilung aus und dann lassen Sie das loslaufen. Wissen Sie auch, was passiert, wenn Sie andere Ausgangsbedingungen wählen? Also die, ja. Es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass es immer von solcher Gleichverteilung aus losgeht, also in der Biologie. Da haben Sie völlig recht und das ist eine ganz spannende Frage, die wir gerade heute an der Uni noch intensiv diskutiert haben. Tatsächlich hängen die finalen Muster in hohem Maße davon ab, wie wir starten. Und dieses Beispiel, was ich gezeigt habe mit der Gewebekugel, das ist sozusagen, da können wir uns sicher sein, dass es wirklich diese selbstorganisierte Musterbildung, weil wir bewusst vorher alles durchmischen. Das ist aber natürlich nicht in der Realität der Fall. Und die anderen Fälle untersuchen wir auch. Und eins davon sind sogenannte, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Grafting-Experimente, wo man Gewebeteile von einer Hydra nimmt und in eine andere pflanzt und dann wächst da zum Beispiel ein Kopf. Das können die Modelle auch gut reproduzieren. Aber es ist eine ganz spannende Frage, weil man darüber auch eine ganz große Bandbreite an Experimenten untersuchen kann. Vielen Dank. Ja, bitte sehr. Ja, danke. Also dieses Aktivator-Inhibitor-Modell ist ja offensichtlich nicht die letzte Antwort, aber trotzdem mathematisch auch sehr interessant. Ich habe aber den Eindruck, man kann das nicht geschlossen lösen, weil Sie haben da einen A-Quadrat-Term drin. Wie lösen Sie denn das? Nehmen Sie da MATLAB oder irgendwas oder wie machen Sie das? Im Prinzip, also wir approximieren die Lösung mit numerischen Verfahren und arbeiten da mit einer modernen Technik, die heißt finite Elemente-Technik. Aber im Prinzip läuft es so, wir schreiben einen Code, einen Simulationscode, der basiert auf einer soliden mathematischen Theorie. Und es stimmt, dass diese Modelle eine gewisse Komplexität haben, die es oft schwierig macht, dem Ganzen rein analytisch nachzugehen. Das heißt, wir haben Rechen- und Simulationsmethoden, um uns den Lösungen anzunähern. Ja. Vielen Dank. Noch weitere?
Ich habe eine Frage zu dem zweiten Modell, zu dem MI-Modell. Das waren ja drei Moleküle als Beispiel. Und sind die Beziehungen zwischen diesen drei Molekülen auch Aktivator-Inhibitor-Beziehungen oder wandelt das eine Molekül das andere um? Oder wie sind da die Zusammenhänge? Das ist auch eine ganz spannende Frage und die kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Wenn man auf der Ebene des generellen Wirkungsprinzips argumentiert, dann sind diese Modelle sich sehr ähnlich, weil wir Musterbildungsprozesse nur beobachten, wenn sie auf bestimmten Prinzipien wie der lokalen Aktivierung und der weitreichenden Inhibition beruhen. Das ist sozusagen ein Prinzip, was beiden Modellen auf gewisse Art und Weise zugrunde liegt. Wenn man aber wirklich jetzt auf diese einzelnen Moleküle schaut, dann ist die Modellstruktur nicht mehr so einfach wie das Aktivator-Inhibitor-Modell und deswegen kann man diesen Molekülen auch nicht mehr so einfache Namen geben, weil in diesem Aktivator-Inhibitor-Modell ist ganz klar, wie die Rollenverteilung ist. Es ist entweder eine aktivierende oder eine inhibierende Wirkung. In diesem MI-Modell ist das Ganze komplexer. Da ist es nicht so einfach, so griffige Namen zu finden und wir haben ja auch einfach mehr Moleküle, weil oft haben sie sowohl eine aktivierende als auch eine inhibierende Wirkung. Sie sind ja komplexer vernetzt. Aber das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist sehr ähnlich. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte sehr. Ja, mich würde noch interessieren, inwieweit die genetische Vorprägung eine Rolle spielt bei Ihren Überlegungen. Ist das eine Stufe vorher? Denn selbst bei dieser Hydra haben Sie ja schon ein komplexes System mit genetischer Prägung. Also Sie haben Gene da drin, die das Verhalten steuern. Ja. Ist das was anderes als das, was Sie da sich überlegen? Also diese genetischen Netze, diese Moleküle, die wir uns anschauen, die stammen ja letztendlich von Genen, die abgelesen werden und dann werden Moleküle produziert. Aber wir wollen gar nicht versuchen, diese Komplexität wiederzugeben, weil man bei der Modellierung immer bestrebt ist, die Modelle doch möglichst einfach zu haben, um sie untersuchbar zu machen und damit man nicht irgendwann der Kritik ausgesetzt ist, das Modell ist sowieso so kompliziert, da kann man dran rumschrauben, dann passt das schon alles. Also es ist sozusagen so eine Art Modeling-Philosophie, diese möglichst schlank zu halten. Was wir stattdessen machen ist, dass wir uns versuchen anzuschauen, was für Gruppen von Molekülen gibt es und diese fassen wir sozusagen zusammen, wenn sie eine ähnliche Aufgabe haben. Aber diese Gruppen beinhalten dann wiederum Proteine, also Teilchen, die ganz konkret auf bestimmten Genen beruhen, die diese Hydra hat. Wenn wir jetzt natürlich zu einem anderen Lebewesen gehen würden, dann gäbe es vielleicht diese Gene und Proteine in ähnlicher Form, aber es ist ja nicht ein identisches Lebewesen und dann stellt sich immer die Frage, ist das überhaupt in dem Maße übertragbar? Das ist oft eine noch offene Frage, weil das natürlich, diese genetischen Studien sind ja was sehr intensiv ist, das kann man nicht einfach mal so für 20 Lebewesen innerhalb von ein paar Wochen machen, sage ich mal so ganz platt. Deswegen ist das eine spannende Frage, wie und ob sich die Mechanismen und auch die Modelle ändern, wenn wir zu Lebewesen gehen, die genetisch ähnlich, aber nicht identisch sind. Aber die kann ich jetzt noch nicht beantworten. Dann muss ich noch mal fragen, hat die Hydra denn keine DNA oder so etwas Ähnliches? Also ich fand die Frage völlig berechtigt und die hatte ich mir vorher gar nicht gestellt. Aber so eine DNA oder sowas Ähnliches wäre ja dann eine Zusatzregel, die auch noch beachtet werden müsste. Die DNA liegt dem Ganzen ja zugrunde. Da sitzt sozusagen auf der DNA sind diese Moleküle, die wir uns anschauen, kodiert. Aber das Maß an Detail, mit dem wir uns das Ganze anschauen, ist einfach beschränkt dadurch, dass die realen Prozesse, wenn man sie wirklich runterbrechen möchte auf die DNA und die einzelnen Moleküle, ist einfach unglaublich komplex. Da in diesen Musterbildungsprozessen, da agieren ja tausende von Molekültypen miteinander.
Das heißt, da muss man sich erstmal gar nicht die Illusion machen, dass man das in einem Modell so explizit formuliert, und das wollen wir auch nicht, weil die eine gewisse Einfachheit haben sollen. Genau, beantwortet das Ihre Frage? Ja. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine mehr. Dann bedanken wir uns noch einmal.